Und das ist vollkommen normal. Wir haben jetzt zwei verschiedene Schienen, die laufen. Wir haben die schlagende Schiene und wir haben die laufende Schiene. Und wir haben gerade tierische Probleme, das Ganze in Einklang zu bringen. Sprich, dass wir eine magische Waffe werden. Ja. Das ist halt die Übungsfrage. Daran kann man wirklich arbeiten. Aber im Endeffekt, wenn ich aus den Winkeln auf allen Positionen nochmal rausstarten kann, ich werde halt besser. Ich werde, sagen wir das Wort, agiler, schneller, wendiger. Und ich habe, wenn ich anständig arbeite, auch immer eine gute Position, um wieder zu schieben, reinzukommen. Ja. Beste Beispiel, Sarah Ohnkratzen. Was wir eben hatten, ja, ich würde jetzt hier irgendwo im Abendbreak arbeiten. Bob, von mir aus hol ich mir diesen Jump Around, bam, stehe hier, ja. Ich fliege auf der Nase. Ja. Ich glaube, die ist schon weg. Hier, warte. Ja. Wenn ich jetzt hier arbeite, was ich hatte, wenn ich gut stehe, kann ich von hier aus sofort Druck aufbauen. Bam, der drin, ja. Hab Kontrolle, kann Gas geben. Würde ich einfach nur, weil ich es nicht gewohnt bin, dieses hier, und stehe wie so ein Sack. Das sind Welten. Welten, wie ich kämpfe, weil ich muss wieder so, boah, wenn ich hart stehe und arbeiten kann, ja, wäre sofort das, löst sie sich, was wir eben hatten. Boah, ist direkt dieses, ich bin dran, ja. Von hier aus können wir direkt reinschwimmen in den Clinch, egal was. Boah, weil ich ganze Zeit nonstop auf Spannung bin, ja. Egal wo ich hier, wie ich hier arbeite, diese, die stehen die Beine, das ist wichtig. Klar muss sein, bin ich im Sportbereich unterwegs, mache nichts anders, läuft es wahrscheinlich wesentlich besser. Man kann die Dinge aber auch als Warm-up nutzen, indem man sagt, bevor ich hier 10 Minuten im Kreis renne und die Arme drehe, mache ich mir kurz warm, die kurze Mobilität rein und arbeite dann 5, 6, 10 Minuten an so Drills, weil da arbeite ich funktional. Puls ist auch oben, aber ich habe vom Kopf her, bin ich ja hier schon, ganz woanders, als wenn ich jetzt, ja, Hantelmann. Wenn ich den mache, das bringt mir was. Und wenn ich nur 90 Minuten Training habe, zweimal die Woche als Beispiel, habe ich so aber zumindest, was Qualität angeht, wesentlich mehr rausgeholt, als wenn ich im Kreis gelaufen bin. Darf man nicht verkennen, darf man auch nicht unterschätzen, was Trainingsgestaltung angeht, ja? Auch fürs eigene. Warm werde ich hiermit auch. Ja? Habt ihr Fragen zu dem, was wir bis dato gemacht haben? Koordinations- oder Agility-Leiter im Englischen und Handballstoß. Es ging gerade nur erstmal um den Schlag und um die Bewegung. Bis dato Fragen. Das ist viel Trainingssache, ne? Also, ja. Man ist noch sehr fokussiert und konzentriert. Klar. Und, klar. Also man merkt, okay, die ersten fünf gehen und ich sag mal, dann ist man einmal kurz weg. Vor draußen. Unten ist das ganze Konstrukt zerstört. Ne? Vor draußen, ja, aber das ist so dieses... Dranbleiben einfach. Ne? Ja, aber auch dieses über Bewegung nachdenken, an Bewegung arbeiten. Das ist wichtig, das bringt mehr wie... Ne? Also mal so ein paar lächerlich gesprungene Handballstöße, stimmt, du weißt, ich meine. Wenn wir das hier machen, ja, ja, da haben wir nichts von. Das ist totes Kapital und das siehst du immer und immer und immer wieder. Ganze Gruppen voll, dann stehen da 20 Mann drin und. Ja? Cool. Das ist Klatschen, mehr ist das nicht. Was wir wollen, ist, dass die Spannung aufbaut. Die Beine, die müssen ja erstmal hier. Die Grundspannung, die muss ja komplett stehen. Sie muss ja. Ja, ich weiß, nach 7 Monaten hier Couch, leberes Brötchen, da ist nicht mehr viel. Oder? Rotwein. Warum? Mhm. Die Power muss aber da sein. Und wenn wir jetzt sie nehmen als Person, ist sie auch ein Mensch. Auch sie ist ein Mensch, ja. Irgendwo. Wir sind alles Gewicht in den Schlag reinbringen will, wir hatten es eben nach vorne. Sie hat nicht viel, was sie transportieren kann. Diese Limitierung, die ist gegeben. Sie ist. Hat eine Größe, jeder von uns hat eine Größe und jeder von uns hat irgendwo ein Gewicht. Klar, man kann draufpacken, man runterpacken, aber irgendwo geht es halt nicht mehr. Ja? Was ich aber machen kann, um mehr Schlagkraft zu entwickeln oder mehr Power in so einen Schlag reinzukriegen, ist halt alles andere an Attributen rauszuarbeiten. Ich brauche die richtige Technik, ich brauche dementsprechend ja, das richtige Timing, die Rotationsbewegung muss ich verstehen. Ich muss die komplette runterchunken in einzelne Elemente, muss diese beherrschen. Und dann wird logischerweise auch eine Schlagtechnik schneller, härter, was auch immer, im Endeffekt effizienter. Und das ist das, was sie sich zunutze machen kann. Weil wir hatten es auch eben. Also es ist ja, ich habe es mit 95 Kilo, okay, habe ich natürlich wesentlich einfacher, Kraft nach vorne zu bringen, wenn ich es so halbwegs verstehe, wie sie. Sie wird auch niemals, wenn wir es beide verstehen, meine Schlagkraft irgendwo in etwa kriegen. Ja? Aber das Argument, ja, wenn Lieschen Müller kommt, ist für einen Arsch, weil was mache ich als 120 Kilo Mensch, wenn ein trainierter 120 Kilo Mensch kommt?
dann rutsche ich mit meiner Theorie, diese Lieschen Müller hat ja keine Chance, rutsche ich in die Opferrolle. Und es gibt genug da draußen, die einfach diese Standardsprücheklopper einfach fressen. Ja. Und deswegen, kleinere, leichte Leute müssen verstehen, müssen gezwungen werden, an der Motorik, an der Schlagmotorik zu arbeiten. Mechanik, dass sie besser werden, dass sie härter, dass sie mehr rauskriegen. Wahrscheinlich werden es keine Knockout-Monster, aber es tut vielleicht einen anderen Reiz hinterlassen, als wenn der Schlag der hier ist. Ja. Und der interessiert mich nicht. Und ebenso ist es, wenn ich groß bin und stark bin, nicht zu sagen, ja, ich bin groß, gestellt, Power. Was ist denn, wenn der Gegner auch groß, stark ist und hat Power? Drückt halt ordentlich beim Kniebeugen und sonst was. Ja? Und schlägt halt. Habe ich auch ein Problem, gehe ich auch unter. Alles andere ist Keyboard, Tastatur, das ist Realität. Ja? Was ich hier nicht kann, kann ich woanders auch nicht. Ändern. Doch, wenn es darauf ankommt, kann ich das, bestimmt. Ja, es ist. Das sage ich auch. Vergleichbar mit dem Bankdrücken. Wenn du immer nur 10 Kilo drücken kannst, kannst du bei. Doch, wenn es darauf ankommt, drücke ich 100. 100%ig. Nee, aber das ist so. Deswegen, arbeitet mit allen Möglichkeiten. Auch wenn ihr nur 10 Minuten freimachen könnt, arbeitet mit allen Möglichkeiten, dann besser werden. Ja. Und nehmt all das raus, was nichts bringt.